Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker. Hier haben wir das Level von Blablaki im Super Mario World Style namens Castle. Eine Abschlussrate von 3,44%, zwei erfolgreiche Versuche von 58. Etoy Foy hat meinen Nisaya gespielt. Da unten seht ihr die ID, hat sogar einen Stern bekommen. Und ja, dieses Level hier hat 2 Sterne und 14 Leute haben es probiert. 64 durch 2, ob wir das nochmal gebrauchen werden. Man muss dazu sagen, ist jetzt die zweite Aufnahme. Ich hatte eben gerade schon mal ganz kurz gestartet. Das heißt, der Fail ist überhaupt hier gar nicht mehr da. Aber trotzdem, ich war gerade hier auch am Überlegen, was hat es hier mit der 32 auf sich? 32 in der Nähe von der dritten Röhre. Mhm, definitiv. Okay. Ring. Dum, dum. Nehmen wir mal die zweite Röhre. Das Lachen hat gefehlt. Also er will wirklich die dritte Röhre. Die meint er. So, ich möchte mein Leben haben. Ach komm, gucken wir noch in der ersten Röhre. Nee, komm. Gleich durch da. Nichts zu schnacken, ab in Nacken. Nee, ab in Nacken, nichts zu schnacken. Ach egal, irgendwie sowas war das doch. Zwei. Drei, zwei. Dann habe ich sein Rätsel nicht verstanden. 32. Oder warte mal, ah, hier ist dann der zweite Block. Und hier sind es drei Hammerbrüder. Und hier gehen wir in die Röhre 1. Einfach noch hier wieder total ins falsche Loch. Also ich würde fast vermuten, da gibt es irgendwo einen Superstern, den müssen wir finden. Aber was es mit dieser 32 auf sich hat? Hallo Hangover Man. Verdammt. Ja, aber klar. Wann war es doch die zweite Röhre? Gut, so war es gemeint. Also wie gesagt, ich mache ja jetzt hier die ganzen Aufnahmen mittlerweile in einem Livestream, deswegen muss ich auch mal hier die Leute begrüßen. Hallo Warrior 85. So. Boah, war so klar. Nein. So, also 32, das haben wir ja. Ja, ich habe gerade erst angefangen. So, jetzt warten wir hier. Oh, toll. Ich sehe jetzt schon die ganzen Bowser-Flammen auf mich zukommen. Ist super. Irgendwo für den P-Switch. Hä? Okay. Ich darf die Sachen nicht einsammeln. Nicht einsammeln. Nicht. Och. 3,
2, nicht 2, 3. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, was mit dem Peace-Switch auf sich hat. So. Oh, ja. Nein, 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 ich war zu schnell. Eigentlich ist Mario ja unbesiegbar, oder? Also nochmal 3. So, hier rüber. Hier runter. Ja? Ich spiele Zuschauerlevel. Also wenn ihr jetzt welche habt, dann könnt ihr sie einreichen. Ja, weil ich ja jetzt mitten hier auch in der Aufnahme bin. Aber normalerweise ist es so, habe ich dafür ein Formular, wo man das Ganze einschicken kann. Dadurch, dass jetzt aber gar kein lieber netter Mod da ist, der sich darum kümmert, muss ich das halt jetzt mal so machen. Dann habe ich jedenfalls gleich welche für die Aufnahmen. So. Na super. Okay, da komme ich so hoch. Also wie gesagt, Colin Tolgrief. Nein! Ich soll mich mal konzentrieren. Im Regelfall ist es wie gesagt so. Habe ich unter meinen YouTube-Videos ein Formular, wo man das Ganze dann ausfüllen kann. Siehst du auch unten in der Videobeschreibung oder beziehungsweise hier in der Livestream-Beschreibung. Und dort schickt ihr das ein und dann spiele ich das, um das dann für YouTube hochzuladen. Ja? Also dein Level würde ich mir dann jetzt halt normalerweise jetzt aufschreiben. Boah, ich hab das mal geschafft. Das heißt, jetzt kann ich auch den Hit mal riskieren. So. Das ist ja geil. So, komm. Alle durch da. Wer will, wer hat noch nicht. Eigentlich sowas von simpel und ich hau es jedes Mal. Hit nehme ich hin, komm. Durch da. Jawohl, genau. Ein brennender P-Switch. Hat man auch selten gesehen. Drei. Zwei. Blup. Müsste eigentlich auch Punkte geben. Bin ich dafür. So. Ha! Das war episch! Ah, oh, das wird doch wieder nix. Seiden, wartet, wartet. Jetzt ist ein Mod da. Jetzt ist ein Mod da. Der KevGame LP ist da. Selbst wenn er ein bisschen verspätet kommt. Aber das Stream ist ja eh. Ne? Titelaktualisiert habe ich doch vorhin gemacht. Hat es mir wieder nicht?
Oh, sorry. Ja, ich dachte eigentlich, du meinst den nächsten ernsten Stream. Egal. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um das Level. Okay, gut, hier nehmen wir doch mal die kleine Pause in Kauf. So, so, so und hier hoch. Also Blablaki, ich weiß nicht, was du mir hier hinkredenzt hast, aber es ist nicht fair. Nein! Ich darf mich einfach nicht treffen lassen. Ich muss Geduld haben. Geduld ist eine Tugend und diese muss ich jetzt haben. Und zu den ganzen Fragen im Stream komme ich gleich. Ich will mich jetzt erstmal ganz kurz hier konzentrieren. Okay, gut, ich warte ich ganz kurz und hier hoch. So. Also, jetzt mache ich das wie folgt. Ich habe ja hier noch den zweiten P-Switch. Die Zeit nehme ich mir. Nein, 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 nein. Nein. Obwohl doch. Nein. Ich bin so kurz davor, das Level zu schaffen. So. Da muss ich durch. Ja. Ich darf nicht getroffen werden. So, jetzt warten wir die Zeit. So, jetzt kriege ich's. Bowser mich jetzt nicht gerade hätte Fahrradkette, ich weiß, aber hätte er mich jetzt gerade Hallo? Getroffen? Oder hätte er mich nicht zurückgestoßen, wäre das nicht passiert. Nein. Nein, nein. So. Wow. Egal, rein da. Ha! So, das haben wir geschafft. Danke, Blablaki, für dieses, ich sag mal, herausfordernde Level, selbst wenn das Design noch so ein bisschen an einigen Punkten fraglich ist.
Stern hast du verdient. Und wenn ihr genauso geile Level habt, unten in den Videokommentaren könnt ihr euer Level auch gerne einschicken. Ihr könnt aber auch euer Level auf Facebook oder Twitter mir übermitteln. Und wenn ihr von dem All gar keine Ahnung habt und einfach nur euren Spaß haben wollt, genießt den Stream, genießt die Live-Sendung bzw. das Video. Und für alle die Leute, die doch ein Level einsenden wollen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Dort könnt ihr euer Level eintragen, so wie es Blablaki gemacht hat. Und ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tro. Den Stern, den gebe ich gleich noch. Haut rein. Tschö, tschö.